Ein völlig zerstörter BMW und eine ramponierte Backsteinmauer. Sie zeugen von dem schrecklichen Unfall, der sich hier im niedersächsischen Ort Hänixen zutrug. Ein Ehepaar ist gerade beim abendlichen Spaziergang. Da rast ein BMW heran, gerät in dieser Rechtskurve in Schleudern, kommt von der Fahrbahn ab und überrollt die Ehefrau. Der Ehemann muss die Tragödie hilflos mit ansehen. Hausarzt Eckhard Lummert ist der erste Helfer am Ort. Und ich habe dann aus weiter Entfernung laute Rufe gehört, bin dann sofort zu dem Unfallort hingerannt, habe noch vorher meine Arzttasche geholt, musste dann leider dort schon feststellen, dass vor Ort eine tote Person lag, eine Frau, der man leider nicht mehr helfen konnte. Und das Fahrzeug, was in dem Gebäude lag, war auf dem Kopf liegend. Dort vor Ort zu sehen, habe ich zunächst durch Unterstützung einer weiteren Person das Fahrzeug mit dem Feuerlöscher gelöscht. Man muss ganz ehrlich sagen, eigentlich nur noch ein Anblick des Grauens. Also das lässt dann auch nicht so schnell kalt. Notärzte, Sanitäter und Feuerwehrleute rücken aus. Die Retter versuchen, sich zu dem eingeklemmten Fahrer und seinem Beifahrer vorzukämpfen. Doch auch für sie kommt jede Hilfe zu spät. Beide werden tot aus dem Wrack geborgen. Die Einwohner des Ortes Hänixen stehen unter Schock. Also anfangs Reifenquietschen, da hat es noch einmal gekracht und dann noch ein zweites Mal. Vermutlich, dass die Wand da runtergefallen ist. Nicht? Und das war das Ganze. Und dann haben wir eben hier die Bescherung gesehen. Also es war, als wenn nicht als ein Auto irgendwo gegengefahren ist, sondern es war mehr, es war viel mehr. Und dann hat man auch den Mann schon weinen gehört. Der hat schon ganz laut geheult, dessen Frau da ums Leben gekommen ist. Wie kann man sich das erklären? Wie ist das zustande gekommen? War es mit Absicht oder einfach nur überhöhte Geschwindigkeit oder Alkohol? Das weiß man nicht. Warum es zu diesem tödlichen Unfall kam, der drei Menschen das Leben kostete, ist unklar. Die Kriminalpolizei berichtet von Augenzeugen, die gesehen haben, wie der Wagen mit einer Geschwindigkeit von mindestens 140 km/h durch die Ortschaft raste.